Hol sie mal in die Realität, raus aus der Komfortzone. Tja, willkommen wieder zu einem neuen Video. Ich bin Survival Pete und dieses Mal habe ich spezielle Hauptgäste dabei. Sie sind ja so technikgläubig, dass sie sich gar nicht vorstellen können, dass das passiert. Und wie macht ihr das jetzt mit der Kommunikation oder vielmehr Informationsbeschaffung oder Unterhaltung? Ich werde sicherlich zwischendurch mein Radio einschalten, um zu gucken, ob irgendein netter Sender so alle 2 Stunden noch mal was überträgt, weil er mir sagt, nur der Strom dauert noch ein bisschen länger, da sind noch ein paar Leitungen geplatzt und. Oder schneit mal wieder kräftig oder wir haben ganz große Wasserereignisse, die dann ja auch zu Stromausfall führen können. So kann man sich dann auch um Informationen besorgen. Das ein oder andere Funkgerät liegt auch noch rum. Kann man mal gucken, ob ein Amateurfunker noch mal zwischendurch was sendet. Dann höre ich da auch mal ganz gerne rein. Jo. So, aber ansonsten habe ich zu Hause genug zu tun, werde meine Familie bespaßen. Gibt genug Spiele, die wir noch nicht angespielt haben in dieser Spielesammlung. Bei Kindern ist es ja meistens immer Buntstifte, so. Buntstifte, ne? Malstifte, ist alles genug zu Hause vorhanden. Kann genug gemacht werden, gekuschelt werden. Naja, gemeinsam kochen, jeder macht was, jeder ist beschäftigt, es werden alle mit eingebunden, keiner sitzt in der Ecke und popelt in der Nase, sondern man macht das vernünftig und letzten Endes, wenn es dazu kommt, sind wir auch nicht mehr zu dritt zu Hause, dann sind wir auf jeden Fall schon zu fünft, naja, gibt sich auch ein bisschen mehr und dann muss man mal alte Kamellengeschichten. Wenn wir 4 Tage Stromausfall haben, dann geht mir das ziemlich am Achterstäfen vorbei, was sie da draußen machen, so. Weil ich weiß, da wo Ballungsgebiete sind, ist jetzt schon richtig scheiße. Schon richtig, richtig scheiße. Und da will ich auch nichts von wissen. Dann. Interessiert mich nicht. Mich interessiert dann, was auf meinem Gefährt passiert. So, ja. Und darauf achte ich dann. Helligkeitsphase am Tag, die ist begrenzt. Und was frisst in etwa wie viel Zeit? Und du hast den ganzen Tag wie ein Hubschrauber richtig zu tun. Ja. Und du kannst es dir nicht leisten, nachlässig zu sein, weil du am Ende des Tages schaffst du eine Sache nicht. Und das kann so was Wichtiges sein wie Wasser ranholen, abkochen, filtern und so weiter. Und alles bedarf seine Zeit und der Tagesrhythmus ist entscheidend, weil du musst jeden Tag die Selbsterhaltung abarbeiten. Und wenn du jetzt guckst, du dieses altbäuerliche, ja so 18. Jahrhundert, die Leute sind praktisch mit dem Hahn aufgestanden. Und dann haben die den ganzen Tag rotiert. Und abends saßen sie dann da am Spinnrad bei Kerzenschein. Und das ist praktisch unsere Zeit, wo wir nochmal ein Loch in der Hose oder in der Jacke zunähen können oder solche Sachen, was man dann im Dunkeln machen kann. Aber also höre ich auch häufig, ja, was macht ihr denn da, wenn da so, da ist keine Zeit, was zu machen. Du musst zusehen, dass du deinen Laden am Laufen hältst. Du musst zusehen, dass Essen auf den Tisch kommt. Du machst eben nicht den Herd an und stellst deine Suppe drauf, sondern siehst du, dass du Kram holst, dass Feuer gemacht wird, dass Feuerholz da ist, dass das reinkommt in die Bude und dass die Bude geheizt wird, dass du Wasser abkochst. So, ne? Und alles dauert seine Zeit, da hast du völlig recht. Ich höre halt immer Gesellschaftsspiele. Ich weiß, da habe ich keine Zeit für. So. Ich weiß nicht, wo die Zeit sehen. Ich habe keine Ahnung, weil für mich ist halt immer dieses rudimentäre Aufzeigen, die Situation, wenn wir hier sind, hier müssen wir autark funktionieren. Hier gibt es kein Wasser, hier gibt es keinen Strom, nichts. Und wir müssen ja auch erstmal Holz ranschaffen und machen und tun. Genau. In meiner Waldhütte sieht es genauso aus. Ja. Da habe ich genauso keinen Strom, da liegt keine Wasserleitung an. Da muss ich dann irgendwie ja, mit einer Pumpe, mit einer Handschwenkepumpe Wasser fördern oder ich muss halt laufen zur Quelle. Und ich habe echt zu das tun. Das muss erstmal abkochen. Also wir spielen abends tatsächlich gerne mal eine Runde schwimmen, jetzt? Weil der Verlierer geht, nee, auch man spielt ja ganz viel durch und wir haben auch schon mal ne, Sicherungskassen, plopp, Arschlecken, 3,50, dann ist das mal so und der Verlierer aus der Spielerunde muss dann den ganzen Krempel abwaschen. Dann hast du nämlich noch mal so ein bisschen, es geht ja um was, dann hast du noch mal dieses Zocker-Feeling, ich muss jetzt gewinnen, ich habe keinen Bock schon wieder abzuwaschen, ja, aber, das ist aber dann kommt der Nächste, der bringt den Müll raus, dies muss eingegraben werden, das muss weiter weg, weil es Biomüll ist und stinkt und so weiter und so fort. Auch die anderen haben dann immer noch was zu tun, aber du hast eine Runde Ablenkung, kannst schon ein bisschen was mitmachen. Das Dilemma ist, ne? Du musst ja auch noch flexibel mit deinem Tempo umgehen, weil die Sonne, ja, das ist nicht immer Sommer, ja, 12 Stunden Sonne. Reserven schaffen, Zeitreserven. Genau. Ja, wenn ich jetzt noch eine halbe Stunde Zeit habe und es wird Abend, dann hole ich aber das Holz für den nächsten Tag schon mal rein. Weil nächsten Tag kann es sein, dass ich mir den Kopf stoße und eine halbe Stunde
Blanklicht so, oder? Genau. Vergiss nicht, es gibt ja nur einen Tag. Tag-Nacht-Gleiche. So, entweder es baut sich halt ein Zeitfenster auf, wie Clayton gerade sagt, dann hast du halt einen Zugewinn an Tageslicht, wo du was tun kannst. Aber es kann genauso gut der Punkt da sein, wo die Tage immer kürzer werden. Das heißt, du kommst immer mehr in Rotation, dein Pensum aufrechtzuerhalten. Und das ist, glaube ich, auch... Alter! Das ist, glaube ich, auch ein viel unterschätzter Fakt. Absolut. Weil die Leute waren noch nicht in so einer Situation. Die sehen halt, ich sitze auf der Couch und jeder Tag ist gleich. Der Tag ist nicht gleich. Ich gehe ja relativ schnell zum Bach. Nur der Rückweg dauert länger, weil dann sind 20 Liter voll. So, die muss ich ja erstmal zurückschleppen. Also, ne, die Zeiten kannst du nicht rechnen. Ne? Und es ist immer noch ganz viel dabei. Ich gehe raus zum Tank. 2000, 4000. Aber es ist wirklich... Je nachdem, was man hat, ne? Es ist halt echt unterschätzt und deswegen kann man den Leuten nur nahelegen. Geht mal raus und versucht mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was das alles zu tun. Ja, ausprobieren. Allein schon, wie es geht. Nimm doch einfach mal ein und sag, wir gehen eine Runde campen. Das ist ja ganz, ne? Nimm mal so viel Wasser mit, wie du meinst, wie du auskommst. Und dann kommen ganz viele an, die haben dann einen Liter mit. Das ist super. Ja. Lass die Sonne ein bisschen scheinen, ich habe ganz viel gemacht. Also der erste Liter heute Morgen ging hier ganz schnell weg für ein bisschen Kaffee. Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, wie schnell ein Liter Wasser weg ist. Ja. So, und im Sommer, 3-4 Liter ist ja nix. So, und dann stehen sie da. Oh, jetzt ist mein Liter aber weg. Ich sage, ja, hast du mal auf die Uhr geguckt? Wir sind erst 3 Stunden im Wald und du hast schon genug getrunken. Also, dein Liter ist weg. Was machst du jetzt den restlichen Tag? Ja. Ich sage, nun fang mal an, Loch graben. Wieso Loch? Ja, vielleicht findest du Grundwasser. Ich sage, oder lauf mal die Umgebung ab, vielleicht findest du ein Flüsslein. Ich sage, und dann gucken wir mal, wie lange du brauchst, bis du das Wasser genussfertig hast. Ja, eben. Hä? Und dann stehen sie da und lachen mich aus, warum ich immer so einen 8-Liter-Kanister mitnehme im Wald an Wasser. Was hast du denn vor? Und nächsten Morgen gucken sie, womit kochen wir jetzt Kaffee? Was du machst, weiß ich nicht. Aber ich habe noch eine Notreserve und koche mir jetzt meinen Kaffee. Ne? Weil kann ich dann mal von dir Wasser? Ja, selbstverständlich. Ach, du wolltest noch mal deinen Teller kurz abspülen? Ich sag, willst du nicht ein bisschen Erde und so und später mit Moos ausreiben? Dann ist der auch abgewaschen. Ne, das ist ja ekelig. Ich sag, Mensch, wie schön, dass du so viel Wasser hast, was du verschwenden kannst. Ne? Das ist so. Hol sie mal in die Realität. Raus aus der Komfortzone. Das ist ganz schwer. Ja, da haben die meisten Leute nicht so richtig Lust zu. Bei aller Bequemlichkeit lässt es sich leicht philosophieren. Aber wenn erstmal die Situation eine andere ist. Können wir Schluss machen? Kann ich nach Hause? Ich sag, können wir uns gerade aussuchen? Können wir nach Hause? Ich sag, die Lage ist, wir retten 250 Leute, weil gerade der Deich bricht. Du hast jetzt 3,5 Stunden nichts gegessen und hast Hunger, weil du heute Morgen nicht gefrühstückt hast. Ich sag, aber Oma Erna wird ertrinken, wenn wir sie jetzt nicht mitnehmen, weil der Deich ist gebrochen. Du hast das schon verstanden, das Szenario. Und das, da muss das ist man also eine Risikoabwägung vornehmen. Naja, lustig ist aber auch immer diese großen Atlanten mitzuschleppen. Ja, alle Wanderwege in Deutschland, wo du sagst, ich würde mich ja immer in ein Gebiet zurückziehen, wo ich so primär lebenserhaltende Dinge vorfinde. So, und wenn ich jetzt sage, okay, ich bewege mich in diesem Gelände und erkunde mal. Ich wandere nicht von hier bis in die Eifel, nein. Dann brauchst du nur dein Knie und einen Zettel und einen Stift. Und dann machst du dir deine eigene Geländeskizze, wie wir das bei der Armee gelernt haben. Und da brauchst du nicht diesen fetten Atlas mitschleppen. Das kannst du nicht sparen. Wie heißt der TomTom? Nee, das ist ja in dem Moment egal. Bei mir ist zum Beispiel wichtig, dass ich meine Umgebung im Umkreis von 20 Kilometern sehr genau kenne. Und zwar durch Augenschein, nicht Karte, sondern rumfahren, gucken. So, ne? Und sowas finde ich halt wichtig. So, ne? Dann habe ich eine zweite Zone. Das ist die 100-Kilometer-Zone. Das ist die Zone, in der ich mich mit dem Auto ohne Karte auskenne. Wo ich weiß, wo ich hinfahren muss. Um nach Hause zu kommen, wo ich einen Umweg nehmen kann, weil eine Straße gesperrt ist oder was auch immer. So, ne? Aber die meisten Menschen, ist mir halt aufgefallen, die haben das gar nicht mehr. Also Orientierungssinn, jetzt räumlich. So, ne? Die sind nur noch dieses, ja, muss ich mal gucken. So, ne? Ja, bloß das Problem ist, wenn die mal einen Stromausfall haben, dann geht auch der nicht mehr. Weil das Handynetz ausfällt. So, ne? Da sehe ich auch immer ein Problem. So, ne? Die Leute stehen dann da, oh mein Gott, helft uns. So. Aber kaum einer ist in der Lage, sich irgendwie selber zu helfen. Und das finde ich richtig scheiße. Ganz ehrlich. Ja, weil das wieder für Unruhe sorgt in einer Krise. Da stehen sie überall an den Straßen, helft uns, wo Hilfe eigentlich gar nicht nötig wäre. So, was ich so peinlich finde, wo du sagst, es ist nur Strom. Ja. Plus, Minus.
Und davon ist es abhängig, ob ich das irgendwie mal ein paar Tage ohne schaffe? Nein. Das ist wirklich schlimm, wo uns die moderne Zivilisation hingeführt hat. Was wir alles, also was man dadurch alles verloren hat. Wie ist das denn hier, Smoot? Ja, ich würde... Gibt nur was hin, oder was? Ja, ich kann gleich noch mal schnell was für dich machen. Sag mal, ciao. Dann machen eine Sendepause, jetzt kommt YouTube-Werbung. Könnte es sein, dass die Menschen in den Städten eine Gefahr werden könnten für die Leute auf dem Land? Ja, die wissen ja gar nicht, wo die auf dem Land wohnen. Weil der Navi geht ja nicht. Da habe ich mal mit einem von unseren Bauern geschnackt. Ich sage, was machen wir eigentlich, wenn mal richtig scheiße ist? Ich sage, dann mache ich meinen Grenzfluch dran. Und dann fahre ich dreimal quer über die Straße. Und dann ist Schluss mit Autofahren. Ich sage, ja, der ist eigentlich auch recht. Die Alten aus dem Dorf haben gesagt, die haben schon längst Pläne, alle in drei Häuser, die man gut sichern kann. Und der Rest vom Dorf wird eben aufgegeben. Ja, muss halt sehen. Entweder musst du eine eigene Gruppe haben, die Durchsetzungskraft hat. Bei uns zum Beispiel 20 Leute. Da rennst du nicht mal eben rein und nimmst die Erbsensuppendosen mit. Wenn du mit wenigen oder allein bist, musst du Ausweichstrategien haben. Da musst du ausweichen. Da musst du deinen Scheiß packen und dahin, wo dich keiner sieht. Unruheherde sind natürlich die Städte, aber da hast du auch die schnellste Versorgung durch Bundesreserve und solche Sachen. Das heißt, da stehen sie dann und verteilen. Ja. Und die Leute, die sich dann auf den Weg machen und sagen, ich muss jetzt auf dem Land was klauen, die wissen nicht, was sie tun. Die kommen keine 10 Kilometer weit. Ich bin nicht deiner Meinung. Aufgrund der mangelnden Möglichkeiten glaube ich nicht, dass man sich Städten zuwendet, um die zu versorgen. Ich glaube eher, dass es darum geht, dass man den laufenden Betrieb versorgt, so wie euch, als Sanitäter. Ich glaube, dass es Ausgabestellen gibt, die für euch Anlaufstellen sind, damit ihr funktioniert. Wir versorgen uns selber. Ja, aber ich glaube, das ist so weit organisiert. Ich will jetzt nicht so weit gehen, ich weiß das aber von der Polizei. Ja, Bundesreserve, Verteilung durch Bundeswehr ist schon für Zivilbevölkerung gedacht. Also bei uns im Nachbardorf ist so ein Silo. Ne, und, ja, ich will noch was sagen. Diese Großhandelsleger, wie Edeka oder Rewe oder Metro, die wurden vor 2 Jahren alle eingezäunt. Es wurde das Umfeld planiert und 20 Minuten später soll die Polizei drinnen sein und das Ding sichern. Das ist ja Konzept zivile Verteidigung. Für die Grundversorgung behördlicher Ebene. Jein. So, jein. Ist es gesagt. Ja. Aber dann sehe ich halt die Möglichkeit einer städtischen Versorgung nicht gegeben. Und ich glaube auch... Die kriegen ja auch jetzt nicht lecker Essen in der Stadt. Ne? Es geht um Brot, Milchpulver, Hülsenfrüchte, Reis. Und mit flächendeckende Versorgung der Bevölkerung ist nicht länger als 30 Tage möglich. Kein Tag länger, eher weniger. Was ausgegeben wird aus der Bundesreserve, ist halt Reis, Hülsenfrüchte, Milchpulver. Das wird so ausgegeben. So, ne? Mehl kriegen die Leute gar nicht. Ne? Und Getreide auch nicht. Das geht direkt in die Bäckereien und wird sofort verpackt. Und dann gibt es hier Kommissbrot für alle. Ne? Vom LKW. So. Das schon eher. Sowas ist auch kein Vergnügen, muss man nicht glauben. So, ne? Das ist auch nicht bequem. Ganz und gar nicht. Ich weiß auch bis heute nicht, wie die Leute in den Großstädten, die gehen dann hin, kriegen einen Sack Erbsen und einen Sack Milchpulver, was sie damit machen sollen. Die wissen nämlich gar nicht, die können ja gar nicht kochen, wenn sie keinen Strom haben. Ne? Ja, was stehen die da mit ihren Erbsen so? Ja. Aber das wiederum kümmert mich als Privatperson eher wenig. Weil ich mich nämlich auf sowas vorbereitet habe. Erstaunlicherweise habe ich an sowas gedacht. Sollten die Leute mal auch machen, vielleicht auch mal diese komische Broschüre vom BBK auch einfach mal lesen. Ja, das kann schon helfen. Und ich sage zum Beispiel, das Einfachste ist Aldi-Prepper sein. Geht zu Aldi, holt euch Zeug, was. Das ist eine Dose Erbsensuppe, kannst du kalt aufmachen aus dem Löffel. Du brauchst nicht mal einen Dosenöffner mehr für, weil die ja so ein Pfff sind. So, ne? So, dann sollen die doch sowas kaufen, verdammt nochmal. So, und sich das Bett hauen zu Hause und unten den Kleiderschrank. So, ne? Und wer dafür nicht die nötige Motivation aufbringt, ja, der ist irgendwann auch selber schuld. So. Hm. Wer auch nicht versteht, dass das vielleicht nötig sein könnte. Die Leute haben ja heutzutage so, die sind ja so technikgläubig, dass sie sich gar nicht vorstellen können, dass das passiert.
Eine Serie habe ich geschrieben, eine NWO-Serie über Alternativrealität. Die ist richtig krass. So, ne? Das ist, was wäre, wenn es anders gelaufen wäre? Ja. Dann beschrieben, wie das wäre, wenn im ersten Roman Exodus, also eigentlich sind das die geilsten Bücher, will nur keiner kaufen. Ja, weil es über Juden handelt. So, ne? Da habe ich dann geschrieben, dass ja, das im Nahen Osten, das spitzt sich alles zu. Und dann kommt ein deutscher Staatssekretär auf die Idee, naja, man könnte ja hilfreich sein. Und dann fährt er so durch Mecklenburg-Vorpommern und sagt, eigentlich ist hier ja gar keiner da. Und dann bringt er die Juden dazu, aus Israel auszuwandern nach Mecklenburg-Vorpommern. Ganz Israel wandert aus nach Mecklenburg-Vorpommern. Sie bringen ihre Atom-U-Boote mit, alles so. Ne? Und die Araber bezahlen das. Und davon handelt das Buch. Ich habe sogar berechnet, wie viel Euro-Container man braucht, um die Klagemauer einzupacken. Aber das sind dann so Themen. Ja, mein Kumpel und ich, wir haben die sitzen gerade im Suezkanal fest. Aber es ist super geil. Und nachher im zweiten Buch ist dann so, dass die NATO zerbricht und Deutschland eine Sezession erlebt. Also die Bayern krass auswandern und so. Und wir dann mit den Russen ein Militärbündnis machen. Nennen wir dann den Baltischen Bund. So. Und im dritten Buch halt amerikanische Sezession, Untergang der USA. Mhm. Aber das sind so Bücher, die verkaufen sich schlecht. Ich weiß gar nicht, warum. Kann ich gar nicht verstehen. Das klingt doch total cool. Ist auch richtig geil. Also